Am ersten Spieltag hatten wir 4 unserer 5 Tipps gleich mal richtig. So kann es weitergehen. Das finden wir jetzt im zweiten Spieltag heraus. Ja, und dass Bayern jetzt doch höher gewonnen hat gegen Schalke, als man dachte, kein Beinbruch. Außer für Schalke vielleicht. Ja, es ist eine Sache, genauso wieder wie im letzten Jahr, zumindest in der Rückrunde, großen Teil in der Rückrunde. Bayern ist wieder vorne und sie sind fulminant gestartet, haben gegen eine Schalke-Mannschaft gespielt, die nicht unverändert ausgesehen hat im Vergleich, wie die sich in der letzten Rückrunde präsentiert haben. Bin mal gespannt, ob das jetzt so weitergeht. Und ja, normalerweise ist jetzt übrigens die Zeit, wo der erste Trainer in der Bundesliga fliegen würde oder schon geflogen ist. Durch den späteren Saisonstart war das natürlich noch nicht der Fall. Aber der Kollege Wagner, den ich wirklich richtig cool finde und sehr schätze, könnte naja, der Erste sein, den es erwischt. Aber darum geht es nicht, denn das erste Spiel, über das wir jetzt reden, ist Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt. Die Herthaner bei Werder souverän 4:1 gewonnen und Frankfurt gegen den Liga-Neuling Bielefeld mit einem 1:1 sicherlich hinter den Erwartungen zurück. Radek, erzähl doch mal, was siehst du hier im Tipp? Ja, in der Tat. Ich finde nämlich die Hertha durchaus stark. Klar, mein 4:1 gegen Bremen. Warum auch nicht? Sie sind jetzt Tabellenzweiter, da wollen sie vielleicht bleiben. Aber auf der anderen Seite, warum ich eher zu Hertha tendieren würde als zu Frankfurt, ist, dass die Berliner eben Tore geschossen haben, während Frankfurt ein 1:1 gegen einen Aufsteiger ist jetzt keine besonders tolle Referenz. Auf der anderen Seite hatten sie sehr viele Torchancen, die sie auch nicht dann genutzt haben. Und da fehlt die Effizienz bei Frankfurt, da fehlt ein Durchschlagstürmer. Und deswegen sehe ich hier Hertha ein bisschen stärker. Die Quote von 2,35 finde ich allerdings dann auch nicht attraktiv genug, weil die Gefahr eines Unentschiedens ist immer da und in der frühen Phase der Saison hat man jetzt auch nicht die Informationen, die man jetzt hier in die Waagschale schmeißt, um zu sagen, oh ja, ja, Hertha ist Zweiter, klar, gewinnen die dieses Spiel. Sehe ich auch so, sehr, sehr schwieriges Spiel, gerade zum Tippen. Unentschieden, wenn es danach 1:1 oder 2:2 ausgeht nach den 90 Minuten, würde wahrscheinlich jeder sagen, war doch klar. Ich tendiere insgesamt tatsächlich eher so ein bisschen in Richtung Frankfurt, weil ich glaube, dass die Hertha-Leistung vor allem durch schwache Bremer zustande gekommen sind und Frankfurt jetzt vielleicht gerade durch das enttäuschende 1:1 noch einen größeren Ansporn hat, möglichst nicht mit einem Fehlstart in die Saison zu gehen. Man kann sich so oder so auslegen, dass es immer so in den ersten 2, 3, 4, 5 Spieltagen, aber bei dem Spiel finden wir auf jeden Fall keine gemeinsame Wette. Nein, da gehen wir lieber weiter. Augsburg-Dortmund finde ich interessant. Das war doch in den letzten Jahren immer eigentlich ein Duell, bei dem es gescheppert hat im Kasten, der Augsburger zumindest. 5:3, nachdem die Augsburger schon geführt hatten, 3:1 oder so, und das 5:1 im Jahr davor. Aber jetzt haben die Augsburger ja das erste Spiel gewonnen, haben relativ überzeugt, aber auch hier muss man sagen, die waren auch nur so stark, wie es der Gegner zugelassen hat, und haben dieses Spiel gegen Union Berlin relativ spät erst gewonnen. Ja, das stimmt schon. Was beide Mannschaften gemeinsam haben, sie waren auf unserem Tippschein letzte Woche sozusagen. Wir sind auf Dortmund gegangen und auf Augsburg, beide Male nicht enttäuscht worden. Hier sehe ich auch den BVB natürlich in der Favoritenrolle. Die Quote mit 1,48 jetzt für einen Einzeltipp nicht so spannend. Du hast es gerade angesprochen, Dortmund schießt ganz gerne Tore gegen Augsburg. Dann lass uns doch vielleicht mal gleich auf die Tore schauen, denn die Asian Handicaps in beide Richtungen gefallen mir jetzt nicht. Und hier, das wäre doch schon eine ganz gute Wette. Was denkt ihr da draußen? Über drei Tore für eine 1,87. Locken wir die ein, Radek? Würde ich machen. Und vor allem im letzten Spiel gab es ja in der Tat 8 Tore. Also wer hier Eier hat, würde dann auf mehr als 7,5 Tore setzen und die 41er-Quote abstauben. Aber wir wollen ja mal nicht überheblich werden. Und deswegen hier über 3 Tore bedeutet, wenn 3 Tore fallen, gibt es das Geld zurück. Ab 4 Toren ist diese Wette gewonnen. Wenn hier wieder erwarten, weniger Tore fallen, ja, dann
hat es halt nicht sollen sein, das kann man nie wissen. Und gerade wie gesagt am Anfang der Saison, lass doch Augsburg auch mal gewinnen, vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit. Aber ich fantasiere schon wieder. Ganz genau, ist auch eine geile Aussage. Bei einer Wette, 1,8er Quote, wieder erwarten, fallen keine 3 Tore. Wir schauen uns aufs nächste Duell, wieder eine Borussia-Mannschaft. Du hast mir letztes Mal gesagt, für was Borussia steht. Ich habe es, glaube ich, schon wieder vergessen. Aber diese Borussia Mönchengladbach spielt jetzt gegen Union Berlin. Berlin, wir haben es letzte Woche gesagt, die zweite Saison eines Aufsteigers ist meistens die schwierigere. Und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass Union in der Klasse bleiben wird dieses Jahr. Trotzdem, wenn du auf die Quoten schaust, ich kann jetzt nicht sagen, was mir besser gefällt. Ob Gladbach mit 2 Toren Vorsprung gewinnt oder ob Union es knapp hält oder sogar punktet oder gewinnt. Das Problem bei Gladbach ist, die haben bisher halt noch nichts bewiesen in der Saison. Die waren letztes Jahr natürlich Vierter, haben die Champions League Quali geschafft und jetzt haben sie im ersten Spiel natürlich gegen eine starke Dortmunder Mannschaft verloren. Aber ja, das ist jetzt keine Ausrede. Sie haben auch schon letztes Jahr am Ende der Saison abgebaut und deswegen bin ich hier den Gladbacher gegenüber skeptisch. Wie gesagt, bisher haben sie noch nicht das geliefert, was ihren Champions League Anspruch untermauern würde. Und Union, mein Gott, ja, da haben wir letztes Jahr auch gedacht, die können nichts oder wenig und dann haben die zum Beispiel auch zu Beginn der Saison Dortmund geschlagen und jetzt haben sie auch noch Max Kruse. Also ich würde hier bei der Quote einfach die Finger davon lassen, weil man kann nichts gewinnen. Ja. Bei Arminia Bielefeld gegen den ersten FC Köln haben wir von der Quotenverteilung 2 Mannschaften, die ungefähr gleich auf sind. Die Bielefelder mit einer 2,75, der erste FC Köln mit einer 2,6. Bielefeld mit einem hart erkämpften Punkt, es war auch mehr drin, sie waren kurz vor dem Sieg, muss man ehrlich sagen, hat ein bisschen Pech dann am Ende. Und Köln hat zumindest sich nicht abschießen lassen von Hoffenheim. Also da kann man jetzt auch aus meiner Sicht nur nicht lesen, in welche Richtung es für den FC Köln geht. Von daher wären meine Tendenzen eher auf Seiten, klar, unentschieden oder Bielefeld, aber würde jetzt nicht Geld draufsetzen, außer du überzeugst mich für ein Gegenteil oder findest was, Radek. Ja, ehrlich gesagt, ich habe es ja am ersten Spieltag auch schon vorhergesehen, dass die Bielefelder für eine Überraschung gut sind. Und in dem Spiel sehe ich sie zumindest nicht als die schlechtere Mannschaft. Die haben eine 2,75er-Quote. Das ist natürlich dann interessant, wenn man auf die Asian Handicaps geht. Und dass Bielefeld hier verliert, muss ja nicht sein. Aber andererseits, ja, also dass sie jetzt hier auch gewinnen, das ist dann auch schon wieder ein bisschen zu viel hineininterpretiert. Ich könnte mir schon mit viel Goodwill natürlich auch wieder ein Unentschieden vorstellen. Aber auch zum Gewinnen gehört halt dann einfach noch mehr dazu. Und dazu müsste man dann auch hier Abstriche in der Quote machen. Und dann wird es unattraktiv. Leverkusen gegen Leipzig ist ein theoretisch attraktives Spiel. Wenn er nicht der erste Spieltag gewesen wäre, der bei Leverkusen torlos geendet hat, würde mich mal interessieren, ob das in der Bundesliga-Historie den Leverkusen dann schon mal passiert ist. Stehen ja eigentlich für Offensivfußball, aber jetzt ohne Havertz und Co. wird es halt immer schwieriger. Jetzt kommt Leipzig, die im Halbfinale in der Champions League waren, das erste Spiel souveränst gewonnen haben mit einem 3-2-1 gegen Mainz und da ist Leverkusen natürlich unter Zugzwang. Ich freue mich auch auf deine Prognose hier, weil ich kann mich nicht so ganz auf einen Tipp oder Idee festlegen. Ich sag's euch, also Leverkusen 0-0 gegen Wolfsburg, nicht besonders überzeugend, hat ihre Offensive verkauft, deswegen 0 Tore. Leipzig auf der anderen Seite haben auch ihren eigensinnigen Stürmer Werner abgeschoben für ein bisschen Geld, haben aber noch viel mehr Qualität im Kader, werden auch wieder vorne mitspielen, deswegen Leipzig, klar die bessere Mannschaft und auch Favorit. Natürlich kann Leverkusen mir mal wieder übers Maul fahren, aber normalerweise, wenn ich gegen Leverkusen bin, dann bin ich damit eigentlich immer ganz gut gefahren. Nichtsdestotrotz habe ich echt ein bisschen Schiss, auf Leipzig zu setzen, aber vielleicht Asian Handicap minus 0,25 auf Leipzig bei einer Zweierquote, finde ich eine super Wette. Mich überzeugst du damit nicht, weil ich zu sehr ein Unentschieden sehe, weil ich auch glaube,
dass Leipzig schon nicht so ausgeruht ist. Also ich habe so ein bisschen so ein Paradoxon im Kopf, dass Leipzig nicht so gut sein kann, wie sie gerade sind. Und was spricht für Leverkusen? Nächstes Spiel, Radek. Wenn ich keine Argumente habe, kann ich mir jetzt nichts aus der Nase ziehen. Aber Hauptsache dagegen. Weißt du aber, was ich dafür fühle? Hm? Dass Mainz Stuttgart besiegt, weil Mainz ein jetzt schon, ich glaube, 11 Jahre in Folge in der Bundesliga ist. Das weiß wahrscheinlich jeder wegen dem T-Shirt und auch ein 12. Jahr bleiben wird. Und dafür werden sie auch die Spiele gewinnen, die sie gewinnen müssen. Stuttgart jetzt aber im ersten Spieltag 2-3 gegen Freiburg verloren. Zumindest haben sie Tore geschossen, dürfen jetzt aber zu dieser gestandenen Bundesligamannschaft. Und die sehe ich gerade in einem Heimspiel gegen einen Aufsteiger in der Favoritenrolle. Jetzt ist natürlich immer die Sache, willst du auf ein Team wie Mainz wirklich auf einen direkten Sieg gehen? Die Quote von 2,0 ist dafür schon wieder nicht gut genug und du schüttelst mit dem Kopf. Deshalb biete ich jetzt einfach mal an und leg noch eine Absicherung gegenüber einem Unentschieden drauf. Wenn es dir denn taugt, Asian Handicap 0 auf Mainz, eine 1 für eine 1,76. Oder sagst du, der VfB kann was? Weder. Ich würde halt nicht auf Mainz setzen, wenn es noch dazu einfach kein Geld gibt. Wenn Mainz gewinnt, kriegst du das 0,76-fache. Wenn es unentschieden ist, kriegst du nur dein Geld wieder zurück. Also, und wenn wieder erwarten es Stuttgart doch irgendwie schafft, eine bärenstarke, bestimmt super geile Mainzer Mannschaft zu besiegen, was ja wirklich fernab der Realität wäre, ja dann kriegst halt nichts. Also das ist eine schlechte Wette und da kann ich leider nicht mitgehen. Vielleicht finde ich dich jetzt beim nächsten Spiel auf meiner Seite. Ja. Das ist Werder Bremen bei Schalke 04, der Tabellenletzte gegen eine Mannschaft, die leider nicht besser gestartet ist, als sie in der letzten Saison gespielt haben. Also sehr enttäuschend, die Bremer. Nichtsdestotrotz sind die Schalker nochmal enttäuschender und deshalb spricht aus meiner Sicht hier wenig dafür, dass die das Topspiel um 18.30 Uhr haben. Nur die Namen sind top eigentlich. Und meine Idee wäre, dass es sehr, sehr lange 0-0 steht und auf jeden Fall nach 45 Minuten 0-0 und danach kann vielleicht der oder der ein Tor schießen oder es schießt keiner ein Tor. Und dann könnte man sich mal überlegen, ob man hier ein Halbzeitunentschieden einloggt. Ja, und sogar noch einen Schritt weiter gehen, weil hier spielt ja wirklich Not gegen Elend, ich muss es so sagen. Und deswegen, warum nicht direkt auf unter 0,5 Tore in der ersten Halbzeit setzen? Hat mehr Value mit 3,3 als jetzt hier auf ein Unentschieden mit 2,3. Weil, dass du denkst, dass beide in der ersten Halbzeit treffen, ist dann beim Unentschieden ja schon eigentlich auch wieder sehr weit hergeholt. Und deswegen unter 0,2, also einfach kein Tor in der ersten Halbzeit bei diesem Spiel, dann bekommst du eine 3,3er-Quote. Ist auf jeden Fall auch sehr attraktiv. Ich wäre der aber trotzdem für die in Anführungsstrichen Sicherheitsvariante, dass die beiden trotzdem Eigentor schießen bei einem Unentschieden zur Halbzeit, würde ich mich wohler fühlen. Dann kannst du aber auch irgendwie drauf setzen, dass in dem Spiel mehr als 2,5 Tore fallen oder so. Bei einem 1-1, das wäre jetzt so mein... Ja, warum fallen dann alle Tore schon in der ersten Halbzeit? Das ist ja total asymmetrisch. Weiß, aber ich habe gehofft, dass du dann einfach locker lässt. Also meine Idee ist tatsächlich ein Halbzeit. Schau mal, du kriegst... Achso, ist die erste Halbzeit. Du kriegst 2,7. Was kriegt man für eine über 2? Gibt es eine 1,8? Ja, ist eine schlechte Quote auch. Ja gut, ich meine, ich würde hier wirklich einfach, wenn ich auf die Halbzeitnummer gehe, dann gleich Vollgas auf 0-0. Ansonsten diese 2,3, ja, kann man machen, aber im Endeffekt, wie gesagt, ein 1-1 sehe ich da wirklich nicht zur Halbzeit. Also wenn dann schon volle Kanne oder ja, sonst macht es keinen Sinn. Meine Meinung. Da hast du recht. Und bei Hoffenheim gegen Bayern, da ist ja ganz interessant, dass die Hoffenheimer ja ihr erstes Spiel wieder
gewonnen haben mit 3 Toren von Kramaric. Ich habe es auch letzte Woche gesagt, dass der ein riesiger Pluspunkt für Hoffenheim ist. In diesem Spiel wird sich dann zeigen, was Hoffenheim auch wirklich wert ist, denn da kommen halt dann die Bayern, die 8 Tore geschossen haben. Und letzte Saison auch Hoffenheim 6-0 abgeledert haben. Und allgemein, ja, wir dachten, vielleicht lassen sie es gegen Schalke ein bisschen lockerer angehen, aber das ist nicht so Bayern-Style gewesen. Was kann Hoffenheim den Bayern überhaupt entgegensetzen? Das ist immer so die Gretchenfrage, die du hast. Und die Asian Handicaps sind ja so bei ungefähr 2 Toren auf beiden Seiten. Und man kann sich, glaube ich, für beide Seiten erwärmen. Eigentlich, wenn du nach Form, nach Können, nach Talent, nach Eingespieltheit gehst, musst du Bayern mitnehmen. Aber irgendwie ist dann auch so ein bisschen im Hinterkopf, Hoffenheim hat Bayern letztes Jahr geärgert. Und 2 Tore Abstand würde ein 3-0 bedeuten, ein 3-0-Sieg oder 4-1 oder was auch immer, dann ist es schon wieder ein bisschen zu heftig dafür, dann Geld in einem Auswärtsspiel zu setzen gegen eine Hoffenheimer Mannschaft, die nicht so verkehrt ist. Also hier finde ich beide Seiten nicht so spannend, würde, wenn ich müsste, aber auf Bayern gehen. Interessant, dass du auf Bayern setzen würdest, weil deine Argumentation mit, dass Hoffenheim ja auch zu Hause eigentlich relativ stark war und die Bayern geärgert hat, wäre eigentlich ein Argument, aber das waren doch die Bayern unter Kovac und unter Flick. Wer soll denn die schlagen? Also das ist die Frage. Schafft ja Hoffenheim das? Ja, wenn dann, ist es natürlich eine Überraschung. Diese Plus 2 ist nach diesem Bayern-Spiel einfach No-Go auf Hoffenheim. Und auf der anderen Seite, ja, man könnte auf Bayern gehen, aber ich denke eher, dass dieser Trend irgendwann auch ein Ende haben muss. Also kann ja nicht sein, dass die einfach jeden so wegkloppen. Und passiert etwas bei Freiburg gegen Wolfsburg? Die Freiburger starten wie letzte Saison mit einem Tabellenplatz weiter oben und Wolfsburg mit einem 0-0. Eigentlich kann man sich darüber nicht beschweren, vor der Saison gegen Leverkusen mit einem Unentschieden zu starten. Auf der anderen Seite haben wir hier bei den Wolfsburgern ein Problem. Sie sind jetzt auch schon wieder in der Euroleague, nachdem sie Kukesi besiegt haben, dürfen sie jetzt heute tatsächlich ran. Und da fragst du dich halt wirklich, ob gegen Deschner, Chernigiv dann nicht vielleicht die Kräfte am Ende ein bisschen gegen Freiburg fehlen, denn meine ursprüngliche Intention war eher so ein bisschen Wolfsburg stärker zu reden, als sie beim ersten Spieltag waren und dort eine gute Quote abzustauben. Mittlerweile mit dieser Doppelbelastung tendiere ich aber eher dazu, No Bet oder vielleicht sogar auf ein Übertore bei Freiburg. Ich denke auch, dass die Europa League bei Wolfsburg natürlich in den Knochen sitzen kann und vor allem sie haben vor dem Spiel letzte Woche am Donnerstag gespielt, jetzt spielen sie wieder vor dem Spiel, also die haben nicht wirklich da Fokus auf die Bundesliga, auch wenn das Spiel erst dann wieder am Sonntag ist und auf der anderen Seite hast du halt auch dann noch den All-Time-Funny-Fact in Freiburg, dass der Platz ja außergewöhnlich eng und quadratisch ist. Neues Stadion. War im Dreisam-Stadion und jetzt müssen sie sich natürlich auf diesen größeren Platz in der Badenova-Arena umstellen. Also von daher ganz schwierige Angelegenheit für Wolfsburg hier in Freiburg. Das Beste der Gefühle wäre natürlich hier ein Punkt, aber bei beiden Seiten sind es Mannschaften, denen man jetzt nicht so wirklich trauen kann und von daher ist das hier eine klassische No-Bet. Ja, Alex. Dann haben wir bei diesem Spieltag viele kuriose Konstellationen, die uns dazu bewogen haben, nicht so wirklich tippfreudig zu sein. 2 Tipps haben wir aber am Ende doch. Der erste ist Augsburg gegen Dortmund. Da sagen wir über 3 Tore zu einer Quote von, ich schaue nochmal nach, 1,87. Und die andere Wette, wenn ich sie noch zusammenkriege, ich würde ja auf Leipzig Asian Handicap minus 0,25 wetten bei einer Zweierquote. Da bist du aber dagegen, oder? Da haben wir uns nicht für erwärmen können. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir uns für die zweite Wette überhaupt erwärmen haben können. Da sage ich ja Schalke gegen Bremen Halbzeit X für eine 2,3.
Ja, so viel steht fest. Ich würde sogar noch so weit gehen, dass es einfach ein 0-0 wird und damit man da nicht irgendwie einen ganzen Euro oder eine ganze Einheit verschenkt, würde ich halt auch direkt auf unter 0,5 Tore in der ersten Halbzeit gehen. Dann hättest du eine 3,3er-Quote. Aber wie dem auch sei, du kannst ja das machen, ich mache das andere. Wir treffen uns dann irgendwo in der Mitte oder verlieren beide. Ich habe die beste Idee. Wir setzen einfach eine halbe Einheit auf beides und dann haben wir beides getrackt und verlieren maximal mit diesem Spiel eine Einheit, gewinnen aber vielleicht das Doppelte. Deal? Tja, okay, Deal. Dann, liebe Fußballfreunde da draußen, wir freuen uns auf eure Tipps, auf Likes, wie beim letzten Video. Das ist echt cool, motivierend, macht Spaß. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald. Ciao.